Hallo und herzlich willkommen zu Warframe. Heute möchte ich euch einmal mein Boltor Prime Build zeigen und wir legen einmal los. So, der Build kommt mit einem Former aus und ist auf 100% Status ausgelegt. Wir benutzen folgende Mods und zwar plus 60% Crit Damage, plus 40% Status Chance, dann plus 60% Electricity, plus 60% Status Chance, plus 60% Toxin, plus 60% Status Chance. Dann Argon Scope mit plus 135% Crit Chance über 9 Sekunden. Das wird halt ausgelöst, wenn wir mit der rechten Maustaste zielen. Und ja, dann haben wir den Buff für 9 Sekunden. Als nächstes kommt plus 60% Heat, plus 60% Status Chance. Dann plus 60% Multishot, plus 90% Multishot. Und zu guter Letzt plus 135%. Prozent Damage. Da haben wir dann die Werte von Crit Chunks von 12%, Crit Multiplier von 3,2 und Korrosivschaden von 363. Sieht natürlich jetzt alles nicht besonders groß aus, aber bei der Boltor Prime ist das ja einfach durch die Magazinkapazität doch dann entscheidend. Und natürlich die 100% Status Chance nicht vergessen. So, wir probieren wie immer auch diesen Bild bei Level 100 Gegnern aus, aber bitte bedenkt, die Boltor ist jetzt nicht unbedingt die beste Waffe für Level 100 Gegner, aber trotzdem, damit ihr es einmal seht, wie es da so läuft. So, der sollte down gehen, geht da down, wir helfen nach, das waren jetzt 20 Schuss, 30 Schuss, sagen wir mal. Der nächste, mal gucken, wie viel wir da brauchen, wir halten einfach drauf. Sicher ist sicher. Er würde natürlich auch durch den Proc schon vorher auf dem Boden liegen. Aber der hat 50 Schuss gut gebraucht. Also man braucht schon relativ viel an Munition. 40 Schuss. Mal gucken, der Corrupted Bombard Level 100. Wie viel der benötigen wird. Der ging eigentlich relativ schnell. Jetzt hat er natürlich schon ein bisschen Schaden bekommen. Aber das ist minimal. Der Corrupted Bombard Level 100 hat 30 Schuss gebraucht. Und jetzt gucken wir mal den Heavy Gunner, was der aushält. Der hat, ja, auch sagen wir mal 30 Schuss, weil wir hätten natürlich schon viel früher aufhören können zu schießen. Der wäre durch die Procs auch so gestorben. Also, wenn man überlegt, für lediglich ein Former, der hier benutzt worden ist, ist dieser Build meiner Meinung nach echt super. Ja, ansonsten schreibt gerne wieder in die Kommentare, wie ihr den Build findet. Lasst gerne ein Like da und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin erstmal, tschüss!